Hallo, meine liebe Community. Wie geht's euch denn, meine Süßen? Ja, wie ihr seht, ich drehe heute von draußen. Das Wetter ist herrlich. Und ja, ich bin hier ein bisschen meine Samen am Sortieren noch weiter. Ich habe euch das ja schon mal gezeigt. Bleibt nur ein bisschen was übrig. Also wenn ich manchmal so in die Kamera blinzele, dann ist das, weil die Sonne mir gerade hier so von der Seite, die Sonne bescheint mich. Manchmal verschwinde ich auch aus dem Bild, sehe ich gerade. Ich bin auch nicht getakelt. Ich war eben noch gerade weg. Meine Tochter heimbringen, die hat sie verschnupft. Und ja, eigentlich habe ich vor euch heute so eine kleine, wie nennt man das, so eine kleine Gute-Nacht-Geschichte zu erzählen. Die ist aber eher nicht zum Schlafen, sondern eher mehr zum Lachen. Auf jeden Fall für den, der nicht dabei war. Ne? Ich wollte euch die Geschichte der explodierenden Tomatensoße erzählen. Ja, braucht man nicht viel für. Topffertige Bolognese-Soße und ein Kleinkind, das reicht. Vorzugsweise zwischen 2 und 4, das klappt am besten. Ja, Bolognese-Soße fertig gemacht, ne? Hayley war hier, die Kleine. Alles wunderbar. Dato, sagt sie dann immer. Und da habe ich ihr dann gezeigt, guck mal, die Oma hat gekocht. Ist das nicht schön? Willst du probieren? Ja, hat sie natürlich gewollt. Ne? Ich habe auch Nervennahrung dabei. Und ja, habe ich ihr dann probiert. Ich habe ihr zu probieren gegeben und ja, oh, lecker. Und sagt, ja, und jetzt bleibst du mal bitte brav, gehst du zum Fernseher. Ich hatte ja für 5 Minuten den Fernseher angemacht, weil ich musste mal ganz dringend für kleine Königstiger. Ne? Und ja, da habe ich das dann auch gemacht. Auf einmal, 30 Sekunden später, knallt's. Ich schwöre euch, Leute, ich war noch nie so schnell vom Klo. Rein in die Küche, da steht dann ein brüllendes Kleinkind und das Rätsel der Tomatensoße. Die hat nämlich mit dem Topf auf dem Boden gelegen. Sie wollte dann Oma helfen, hat den Topf runtergenommen von der Platte. Es war nicht die Herdplatte, ne, war die Arbeitsplatte. Und hat den natürlich nicht gepackt und der ist ihr dann runtergefallen. Natürlich, der Topf ist ganz geblieben, aber durch den Aufprall, die Soße, dann stand dann da ein von oben bis unten vollgespritztes Kind mit Tomatensoße, mit Bolognese-Soße und hat wie am Spieß gebrüllt. Ich wusste in dem Moment nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich habe mich dann fürs Lachen entschieden. Es war auch genau richtig, weil dann hat sie nämlich aufgehört und hat mitgelacht. Ja, dann hat sie sich so mit der Hand das Gesicht gewischt und dann hat sie gesagt, guck. Ich sagte, ja, ich sehe es, ist schön. Dann habe ich dann gedacht, was machst du jetzt? Ne? Tochter sollte fast schnell dann auch kommen, also zeitnah. Dann habe ich gedacht, ja gut. Schmeiße mal sie mal in die Waschmaschine, also nicht das Kind, sondern die Kleider. Ne? Da habe ich sie dann eine Tomatensoßenspur hinter mir herziehend durchs Wohnzimmer die Treppe hoch ins Badezimmer gebracht. Ares hinterher, für den war Weihnachten und Ostern an einem Tag. Ich habe dann das Kind von der Tomatensoße befreit, von den Kleidern, sie in die Badewanne geschmissen. Ich war voll Soße, das Badezimmer war voll Soße, Ares hatte die Schnauze rot, von dem Kind überhaupt nicht zu reden. Ich weiß gar nicht, wo die überall Soße hatte, in den Ohren, an den Augen, im Haar, überall. Da habe ich sie dann in die Wanne geschmissen, einfach irgendwas gegriffen, weil Tomatensoße färbt. Und bevor meine Wanne dann auch noch rot war, wollte ich sie so schnell wie möglich abschrubben. Auf einmal brüllt das Kind, aua, ich sage, das kann gar nicht aua, das ist dein Shampoo. Kann ich aua. Da habe ich mal geguckt, was ich erwischt hatte. Kontaktlinsenflüssigkeit. War nicht so gut, ne? Aber gut, ja, die hat da gestanden, weil ich vergessen hatte, sie wegzuräumen. Und naja, gut, habe ich bei mir gedacht, vielleicht sieht sie dann auch so gut wie ich nachher. Also kein Problem. Habe ich dann das Shampoo gegriffen, habe ich sie geschrubbt und ausgezogen, also geschrubbt und abgewaschen und Haare gewaschen. Dann habe ich sie dann wieder rausgeholt aus der Badewanne, abgetrocknet, wieder frisch angezogen. Und ich war gerade rechtzeitig fertig, dass es klingelt und meine Tochter war da. Ich konnte ihr dann ein sauberes Kind und eine verwüstete Küche präsentieren. Was ist denn hier passiert? Ich sagte, dein Kind ist passiert. Also wenn ihr das nachmachen wollt, Kleinkind findet ihr überall, wenn ihr keine Enkelkinder oder Kinder habt in dem Alter, leiht euch eins, ist sehr lustig. Wirklich, kann ich nur empfehlen. Also, ja, na gut, gab es halt keine Tomatensauce dann zu den Spaghetti, haben wir sie so mit Käse gegessen, war auch lecker. Was soll's, ne? Ja, das wollte ich euch einfach mal sagen. Das war eine Art Vlog, eine Art Schwank aus meinem Leben. Und so geht das hier fast jeden Tag zu. Also es ist wirklich schön. Man hat immer was zu tun. Man hat später dann auch was zu lachen. In dem Moment hätte ich sie erwürgen können. Aber ich habe mich ja dann fürs Lachen entschieden.
Und ja, gut, ne, was soll's. Ne? Das war so ein kleines Geschichtchen. Ich hoffe, ihr habt Freude daran. Aber ich schwöre es euch, ist 1:1 so passiert. Und das ist bei uns nicht das erste und einzige Mal. Ich habe euch das so als kleines Schmankerl hochgeladen, weil wir fahren ja jetzt in Urlaub. Und da werde ich, weiß ich jetzt noch ganz nicht, wann ich zum Hochladen komme und zum Filmen komme. Ich werde euch aber auf jeden Fall zeigen, wo wir sind. Und dann gucken wir mal weiter, was wir dann so alles machen werden. Also, ich habe euch lieb. Küsschen aufs Schnüsschen. Bis bald. Tschüss. Thank you.